Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem supergeilen Let's Play How to Survive. Ja, ich wollte gerade Let's How to Survive sagen, aber es wäre falsch gewesen. Warte, renn! Die verbrennen irgendwann. Okay. Nach ein paar technischen Problemen, geht's jetzt eiskalt weiter. Kopfkrabbe! Nein, Kopfkrabbe! So, ich hol mir erstmal das Buch, ne? Haben wir doch schon, oder? Ja, genau, das habe ich schon. Also brauchen wir uns das nicht nochmal angucken. Oh, ein Werkzeugkoffer, ne? Ja, den habe ich mir geholt. Mir wäre aber ein Knochen eigentlich noch lieber, muss ich sagen. Ah, hier kann ich erstmal ein Feuer machen. Das ist schön. Ja, das ist ganz gut. Pilze. Oh, ich kann im Rest, ich kann nichts gucken. Aber so. Ich kann die wegschießen. Ich zünd sie einfach an. Hat der gut geklappt? Oh, das stirbst du gerade. Nee. Ich sterbe nicht. Warte, ich hab doch. Yeah, super geil. So, ja, okay. Jetzt habe ich meinen brennenden Stock verlassen, aber brauche ich noch nicht. So, und wie es aussieht, hat sich unser Spielstand wieder zurückgesetzt, weil ich habe jetzt erst meine Rüstung wieder an. Okay, naja, auf wenige Minuten. Ja, eben. Oder das passt, ja. Taxi! Nur damit unsere Zuschauer sich nicht wundern, dass ich jetzt plötzlich zweimal das Ding anziehe. Ja. Und ich denke, der Assi, der findet zwei so Rüstungen und schickt man zwei an, anstatt seinen Kollegen einzugeben. Nein, ist ja auch überflüssig. Wenn man zwei hat, sollte man auch zwei übereinander anziehen. Hallo, zwei Schusswesten sind besser als eine. Genau. Schützen auf jeden Fall besser. Hier habe ich dich gleich mal geschlagen. Ja. Lass es verdienen. Muss auch ehrlich zugeben. Na, danke. So, ich kann meinen Knochen schnitzen. Ich habe einen LKW-Reifen, da kann ich mir gleich Fußschienen bauen. So. Jo. Ich brauche noch einen zweiten Knochen. Zusammenfügen. Da ist noch eine Krabbe. Eine Kopfkrabbe. Zusammenfügen. So, jetzt habe ich auch so tolle Schoner wie du. Cool. Habe ich noch keine Weste. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, ich habe was Knochen gehört. So. Ich brauche ganz dringend. Hier geht's nicht rein. Ein Sumpf. Ja, Sumpfwasser darf man nicht trinken. Haben wir gelernt. Geht doch auch gar nicht, oder? Oh, der fällt runter. Oh. Nee, geht nicht. Aber vielleicht, wenn ich die Flasche ausgelegt hätte. Nee, geht auch nicht. Okay. Stopp. Zack! Vielleicht brauchen wir zwei Schläge, kann das sein? Ja. Hab ich auch so das Gefühl. Das sind diese speziellen Soldaten-Zombies, glaube ich. Und der hat eine Weste, glaube ich, ja. Echt? Warte, ich guck mal. Beschäftigst du den anderen? Ja, der hat eine Schutzweste, geil. Ich werde sie gleich anlegen. Ich verstecke mich so lange. Ja, jetzt habe ich eine. Guck mal. Geil, oder? Ich habe eine starke Schutzweste. Mit Feuerstein aufgewertet. Ah, okay. Ist auf jeden Fall schön. Aua. Du musst mich nicht gleich schlagen. Weil ich jetzt einen Vorteil habe. Oh, Ender-Zombie. Ender-Zombie. Ja. Oh, da kommen viele. Okay. Kommt doch runter, wenn ihr euch traut. Let's kill them all. Ich hab dem gerade die Arme abgehackt. Das ist aber nicht der. Der da, der tanzt außerhalb. Kann sich nicht entscheiden, ob er runter möchte oder hoch. Ja. Oh, ich möchte eigentlich gar nicht runter. Oh, warte. Headshot. So, jetzt brauchen sie sich nicht mehr entscheiden. Weste? Jetzt rennt er rum. Wo kommt das her? Wo kommt das her? Und ich sollte mich ganz dringend heilen. Ich hab noch ein bisschen, aber ich heile mich auch. Was? Ich bin tot! Achtung, der ist ein Zombie! Scheiße! Ich bin direkt unter der Brücke gestorben. Oh nee! Das ist doof. How to die. Ja, genau. Bei mir ist es nicht how to survive, sondern how to die. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Oh. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Ah, ich will das mal hin.
aber ein rotes Ausrufezeichen. Das die sind alle rot gewesen bis jetzt. Okay. Glaube ich. Ich hab gedacht, die haben jetzt eine Rettungsmission. Glaube ich nicht, ne. Oh, guck mal, da sind Zombies. So eine geile Erkenntnis. Oh, guck mal, da sind Zombies in einem Zombiespiel. Oh. Hey, wer hätte das gedacht? Oh, ich hab noch eine Schutzweste aufgenommen. Ich hab so viel Schrott dabei. Wir müssen echt auf unser Inventar aufpassen. Achtung, da kommt ein Fetter gleich. Der kommt nicht hier runter, oder? Das weiß man nicht. Ich habe einen Harpunengriff gefunden. Sieht aus wie so eine Gefangeneninsel, weil die alle lesen nackt. Ich dachte, die haben so rote so Dinger an. Wie hat man das Ding gebaut, die Pistole? Weil ich habe hier noch einen Handkompressor. Achso, naja, so einen Harpunengriff habe ich auch. Warte mal, kann ich dir den geben? Nee. Warte, ja, unfertige Limonade kann ich jetzt mit Kompressor machen. Green Beef Limo habe ich jetzt. Oh. Okay. Ich guck gerade mal, was ich alles noch zusammenfügen kann. Plus 100% Schlaf, plus 100% Durst und plus 50% Gesundheit. Das ist nett. Das ist nicht schlecht. Ich kann irgendwie nichts zusammenfügen gerade. So, halt die Sachen. Brille nicht, Werkzeugkasten nicht, Harpunengriff nicht. Ich kann auch nichts mehr zusammenfügen. Nee, ist nicht. Okay. Nö, nee, kann auch nichts. Oh, ist das? Oh, ich habe einen Affenbeutel. Was hast du? Affenbeutel. Brauchen wir den nicht für eine Mission? Doch, eben. Ja, aber ich würde sagen, erstmal erkunden wir die Insel weiter, oder? Ja. Okay, hier geht's nicht weiter anscheinend. Und wieder zurück. Ja. Ach, hier geht's hoch. Ah, cool. So, gehen wir erstmal oben lang ein bisschen. Das sieht aus wie so ein Dino-Verschnitt. Ein Jäger aus einer anderen Zeit. Hör auf zu rennen. Noch ein Stock Pilze, noch ein Stock, was ist das? Eisenstange. Was haben wir hier? Oh, Ultra-Schildtrank. Eine besondere Pflanzenmischung trinken, um eingesteckten Schaden zu reduzieren. Eisenstange, lang und hart und prima, um damit auf etwas einzuschlagen. Ja. Lang und hart. Alles was noch ein bisschen drauf. So. Alles der Schildtrank, ne? Oh, da ist ein Fetter. Oh, Vorsicht, sieh auf den Fetten. Also ich muss nachladen. Autsch. Ich hab's umgehauen. Der andere ist voll auf mich zugeflogen gerade. So, auffüllen. Mein Inventar ist so voll, ich muss irgendwas rausschmeißen. Ja, meins füllt sich auch langsam. Mit so nutzlosem Zeug, ich weiß halt nicht, ob man damit vielleicht noch irgendwas machen kann später. Ja, so gibt's mir halt auch. Da hab ich gerade mal die Flasche hier geflogen. Okay, das habe ich keinen mehr. Keins mehr. Das ist eine Pflanze. Eine Wurzel. Kann ich die essen? Habe ich Hunger? Ja, ich habe Hunger. Ich möchte gerne die Wurzel essen. Lecker, lecker. So, dann kann ich das damit zusammensetzen. Doch nicht. So, okay, mir geht's wieder gut. Jetzt habe ich voll einen Kanister, eine leere Flasche. Wird übrigens gleich Nacht. Ich hab's gleich. You spin your head right round, when you go down, down. So, das kommt hier hin. Ich hab noch eine Angel. Oh, kann ich dir so eine Angel? Nö. Oh, das kann ich dir geben. Munition. Was hab ich noch für Zeug? Pilze, das kann mir Pilzen machen. Gar nichts. What? I'm Dino Man, Dino Man, Dino Man, Dino Man. Kann ich irgendwas futtern? Oder irgendwas futtern? Und das kann ich futtern. Soll ich dir das geben, wenn du was brauchst? Fish and Chips. Ne, ich futter das jetzt. So. Braucht das nicht der Affe? Ne, haben wir schon abgegeben, ne? Haben wir das schon abgegeben? Ja, dafür haben wir die kaputte Brille bekommen. Stimmt. Siehst du? Es wird übrigens Nacht.
Also müssten wir langsam ein Lager finden. Ich glaube, jetzt kommen irgendwelche stärkeren Viecher als vorhin. Oh, hier ist auf jeden Fall schon mal der Schutzraum. Du stehst mir auch immer im Weg. Und weg! Hinter uns! Oh, das ist doch ein normaler Zombie. Oh, ein Buch, ich lese mal. Okay, liest du. Was? Okay. Ja. Du hättest dir gerade unbedingt das Standbild ansehen müssen, beziehungsweise musst du in der Aufnahme. Ich hab dir ein Zombie-Frau so ins Auge geschossen und gerade dann Standbild, ey. So geil. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ich bin tot. Was? Willkommen, Boomer. Stimmt, die bei Left 4 Dead heißen ja auch so. Oh, Mücken. Oh. Alter, das sieht gerade krass aus. Und du bist kurz vorm Verrecken. Nein! Nein! No! Unser erster. Oh, unser erster Tod. Nein. Oh, letzter Checkpoint. Ach gut. Es ist kein Permadeath-Spiel, das wissen wir jetzt auch. Ja. Oh, das wäre aber auch ein bisschen krass. Permadeath. der hätte ich aber auch protestiert jetzt. Muss ich sagen. Na gut. Wir sind gar nicht so weit weg. Lass uns dann erstmal in den Sicherheitsraum gehen und am Tag dann dieses Buch lesen. Ja. Beziehungsweise du hast schon, ich brauch noch. Du auch? Immer wieder den gleichen Fehler. Und Hirsch, Hirsch! Was? Oh, ich dachte, das wäre der Zombie-Hirsch, aber nee. Zack, smack! Smack that bitch! Okay. Ja, hier rein? Stabel. Oh, was hab ich da? Ein stabiler, was? Stabilisierter hölzerner Langbogen habe ich gerade auch gefunden. Warte. Ich bin schon wieder. Ah, das gibt's doch nicht, Alter. Warum bin ich denn schon wieder tot? Hinten sind übrigens noch ganz viele Zombies. Ah, okay, ich denke, was macht er? Einfach mal hier rein. Ich verstehe es gerade auch nicht ganz. Oh, ich glaube, ich schlage es gerade selber. Das kann sein. Aber hier drin ist auf jeden Fall ein Ausgang. Ich glaube, den kann man gar nicht so tot kriegen mit der Axt. Ah, den muss man. Oh, speichern. Okay, legen wir uns schlafen. Ich bin eh halt tot. Ah, das ist irgendwas, ich kann jetzt gleich reinlassen. Okay, ich bin nicht müde, toll. Was ist das? Eine unfertige Kettensäge habe ich jetzt. Das ist geil. Aber ich bin nicht müde, was soll ich tun? Ich bin aber müde, ich kann nicht gleich schlafen. Okay. Kannst du dich hinlegen? Was ist da in der Nähe? Das ist natürlich nicht. Wir kommen ja auch. Moment, aber wenn du das aufmachst, damit wir es heilen. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten? Die Frage. Ja, das ist grad die Frage. Die Boomer werden uns garantiert wegspringen. Obwohl, können wir von außen affizieren? Nee, geht nicht. Und von hier nicht affizieren. Warum? Ich höre irgendwo eine Mücke rumfliegen. Ja. Okay, warte, ich renn raus und lock die ganzen Zombies auf mich, okay? Okay. Okay.
Du gibst mir Rückendeckung.